Hallo, mein Name ist André, das wird mein erster YouTube-Kanal. Und ja, wie der Name schon sagt, das werden ganz viele verschiedene Sachen über Gesichtspflege, Haushaltsgeräte und Backen und Kochen. So, und mein erstes Video dreht sich heute über meinen Staubsauger. Das ist ein sehr, sehr tolles Gerät. Heißt von Vorwerk. Das ist der Vorwerk VT270. Er hat 400 Watt. Mit dem kann ich saugen und putzen gleichzeitig. Ich kann damit meine Fenster putzen. Und es gibt halt noch ganz viele verschiedene Düsen dazu. Und die zeige ich euch jetzt. So, es gibt einmal hier. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall ist das dafür da, um in Ecken zu kommen. Ihr könnt das hier oben biegen, wie ihr wollt. Es saugt trotzdem weiter. Hier an den Seiten wird dann der Dreck dann aufgenommen. Dazu gibt es dann noch zwei Aufsätze. Das ist einmal der hier. Ja, den benutze ich sehr oft, wie man sieht. Ja, so sieht er aus. Dann gibt es noch einen Aufsatz für die Heimwerker da unter euch. Das ist auch ganz, ganz praktisch, wurde auch schon benutzt, wie man sieht. Das ist für, wenn man Löcher in die Wände macht. Das zeige ich euch jetzt einmal, wie das funktioniert. So, also wenn das hier jetzt zum Beispiel euer Punkt ist, wo ihr saugen wollt, wo ihr bohren möchtet, dann setzt ihr die Düse einfach da dran, schaltet den Staubsauger auf 2 oder 3, das wird jetzt laut. Das saugt sich dann an der Wand fest und hier ist noch so eine Öffnung und da wird dann der Dreck. Moment, kann man das sehen? Ja, hier ist dann so ein Loch und da wird dann der Dreck ganz einfach eingesaugt. Das ist die Saugwischdüse. Sehr praktisch. Das hier ist ein Magnet, den müsst ihr bevor ihr anfangt zu putzen, müsst ihr den umlegen, sonst funktioniert die Düse nicht. Der Magnet ist ganz einfach dafür da. Ihr könnt mit dem Staubsauger nicht nass aufsaugen. Keine Flüssigkeiten. Und falls es doch passiert, springt dieser Magnet hoch und der Staubsauger schaltet sich sofort ab. Das ist dann einfach so eine Sicherheit dafür. Hier, das ist das Mittel für die Fensterreinigung. Das wird aufgetragen. Dann wird es 10 Minuten muss es auf dem Fenster bleiben und trocknen. Dann wird es hiermit abgesaugt. Das ist das Mikrofasertuch, Handschuh, würde ich sagen. Da geht man dann einfach so rein. Da macht man dann die Flüssigkeit drauf und trägt das auf die Fenster auf und lässt das 10 Minuten einziehen. Aber dazu erzähle ich euch dann gleich mehr. Das ist der Polsterboy. Den benutze ich, um die Couch abzusaugen und für mein Kratzbaum für die Katze. Dann gibt es hier noch so andere Düsen. Die sind dafür da. Da gibt es
Teppichreinigungsmittel, Pulver, trägt man auf den Teppich auf, arbeitet es mit den Düsen ein. Und dann, ja, genau, lässt man das einziehen für eine halbe Stunde, glaube ich. Und dann ganz normal einfach absaugen. Dann gibt es noch diese zwei, das sind Teppichklopfer, beziehungsweise Matratzen- und Couchklopfer. Die steckt man einfach in die elektrische Teppichdüse, die zeige ich euch gleich, steckt man rein und die rotieren sich und klopfen dann den Dreck sozusagen raus. Und das ist sehr, sehr, sehr gut. Da zeige ich euch dann nachher mal einen Test. Und das ist dann auch noch sowas, das ich nicht benutze. Keine Ahnung, für was das gut sein soll. So, und jetzt zeige ich euch die das Saugfischen. So, jetzt geht's zum Saugfischen. Hier ist einmal das Mikrofasertuch, mit dem ihr putzt. Hier auf 60 Grad, natürlich nur mit Waschpulver oder Waschgel. Das ist ein Universaltuch. Dann gibt es noch ein Trockenputztuch. Dann gibt es noch ein Laminattuch. Genau. Mein Vertreter hat mir gesagt, hier wären 16 Kilometer Mikrofaser einarbeitet. Ob es stimmt, glauben wir ihm das mal. So, dann gibt es hier noch das Wasserbehältnis mit einer Skala 40, 60, 80, 100 Milliliter. Hier wird jetzt dann das Wasser eingefüllt. Bis dahin habe ich jetzt Wasser eingefüllt, da ich jetzt nur meine Küche mache, fürs Video einfach. Dann kommt ganz normales Bodenputzmittel, egal welches ihr jetzt habt. Da wird dann natürlich ein bisschen davon reingegeben. Dann wird der Deckel drauf gemacht. So, okay, gut. Dann mache ich immer noch mal ein bisschen so, dass es gut verteilt ist. Dann drückt ihr hier unten drauf. Dann wird da, seht ihr, wie viel Milliliter Wasser das sind. Und ich benutze immer so 100 Milliliter Wasser für meine Küche. Das reicht auch vollkommen aus. Also ich habe im Rest der Wohnung nur Laminat. Und ich komme mit 100 Milliliter Wasser aus, um meine ganze Wohnung damit zu putzen. Und ich habe drei Zimmer und einen Flur. Und das Wasser wird dann, Moment, habe ich jetzt was vergessen? Mit meiner Arbeitsplatte, das ist ein Plastikteil, sage ich jetzt, das wird ins Tuch eingespannt, beziehungsweise das Tuch wird da eingespannt. Das Wasser kommt dann hier oben drauf. Gut verteilen. Was machst du denn da, Maus? Das ist mein Kätzchen. Meine liebe Maus. So, genau. Jetzt habe ich das Wasser hier drauf gemacht. Das wird dann, wie gesagt, wie mache ich das jetzt? Genau, das wird dann hier eingespannt. Das ist blöd, Moment. So, wie ihr seht, gibt es auch Klettverschluss. Das wird dann so da drauf gelegt. Dann hier befestigt und das Tuch sollte gerade sein. Genau, okay, gut. So, dann gibt es hier eine Schiene. Da. Das wird dann so hier drauf. Dann wird das hier einfach zugemacht.
Dann nehmt ihr euch den Staubsauger in die Hand. Ja. So, und hier sind die, Moment, die Saugstufen. Das ist A, 1, 2 und 3. A, es hört sich so an. 1 hört sich auch so an. 2 ist die stärkere Saugstufe. Und 3 auch. So, und man sollte immer mit dem Saugwischer auf Stufe 3 saugen, damit er natürlich jeden Dreck aufsaugt. So, dann gehen wir mal hier hinten in die Ecke. So, Stufe 3 einschalten. Magnet runter. Düse mit dem Fuß festhalten, nach unten drücken. Ich habe meine Idee, um das euch besser zu demonstrieren. Wie ihr seht, ist hier ganz viel Dreck. Ich habe gerade mal meinen Teppich ausgeschüttelt. So, ich nehme ein bisschen Zucker. Da habe ich jetzt den Zucker verteilt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören konntet.